So. Oh, ich habe echt einen Moment. So, einen wunderschönen guten Abend draußen an den Empfangsgeräten. Eine Sekunde, kurz. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seht mich und hört mich nicht. Das ist nee, andersrum. Ihr hört mich nicht und seht. Nee, ihr seht. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich hoffe, ihr hört mich und seht mich nicht. So rum ist es richtig, genau. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe, wir haben einen Strike auf Twitch. Manuel ist da, Trooper zockt ist da, Agent Muller ist da, Baum ist da, Floxel ist da, Lotzex ist da, Jemma von Tino ist da, Mich ist da, Muselbrücke, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich gucke auch gleich nochmal hier. Sekunde. Ich habe gerade hier Fensterchaos. So. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und wir spielen heute wieder ein bisschen Hydroneer, da wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten. Ich hoffe, das klappt so halbwegs. Genau. Und zwar, Sekunde, ich muss mal eben hier Ding, die richtige Taste drücken. Wie immer. Nicht ganz so einfach. So. Und zwar habe ich wieder ein bisschen was gebastelt. Brauchst du einen Blaser wegen, ein Glaser wegen Fensterchaos? Ich glaube, der kann bei Windows-Fenstern nicht helfen, aber das ist eigentlich eine schöne Idee, ja. Aber leider, nee. Der hilft da nicht. Es ist einfach, wir sind ja live auf YouTube, wir sind live auf Twitch und wir sind auch live auf Garderol Plus. Henne, schönen guten Abend. Wie immer auf Plus ohne Werbeunterbrechung. Und in Echtzeit. Ja, was habe ich gebastelt? Nicht ganz so viel, aber wir haben heute viel vor. Ne? Wir wollen ja weiterkommen. Und zwar folgendes. Wir, in dem Fall ich, hab hier mal so ein bisschen, das mal so ein bisschen größer gemacht, ne? Dann können wir nämlich hier, sobald wir die weiteren Sachen bauen können, können wir die hier anschließen. Aber wir haben halt hier nur ein Tier 1 Gebiet. Ich weiß gar nicht, ob es schon irgendwo eine Übersicht gibt, welches der anderen und neuen Gebiete letztlich welche Tierstufe haben und ob man das irgendwo sehen kann. Aber das finden wir vielleicht auch noch raus. Und ansonsten würde ich sagen, können wir direkt loslegen, ne? Können wir direkt mal hier, wir können auch direkt mal vielleicht sogar. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Je tiefer die stehen, ihr wisst es ja, desto besser ist das Material. Und ich habe mir gedacht, stellen wir einfach mal dann so tief, wie es geht hier, dass wir zumindest hier die bestmögliche Ausbeute haben. Und so sollte das ja eigentlich funktionieren. 2 Sekunden hier und man wird direkt begrüßt. Guten Abend in die Runde. Guten Abend. So muss das ja auch sein, ne? Und vor allen Dingen latenzfrei wirst du begrüßt auf Garderol Plus. So ist es. So, warte mal. So. Ach so, ich mache mal eben hier so, ne? Und so. So. Denk dran, egal wie rein du arbeitest, der 300 ist drin. Jetzt hör mal auf, Ed Sattler. So, warte mal. Ja, ich räume mal kurz hier ein bisschen auf. Und dann das Käbelchen hier. Wir brauchen ja noch mehr davon, ne? Kriegt ihr jetzt gerade echt Werbung, während ich aufräume? Das ist ja praktisch. Ich suche mal gerade meinen Hammer. Wir könnten aber auch die Anlage laufen lassen, wenn ich schon verbunden wäre, ne? Ich hole mal eben ein Rohr. Und dann würde ich nämlich sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt so die Sachen erkunden, die noch auf der Map sind. Und wie gesagt, wenn ihr zufällig wisst, da würde ich mich ausnahmsweise von euch mal spoilern lassen, weil wir ja noch ein bisschen entdecken wollen heute. Wenn ihr zufällig wissen solltet, wo denn hier möglicherweise, oder welche, ob die alle dann auf Tier 3 Tiefe runtergehen, die, und die anderen Claims, dann dürft ihr mir das ausnahmsweise mal stecken, diese Info. So ein bisschen blöd, ne? Diese Schneedecke hier oben, die ist gerade so, dass die hier noch hält, nachdem ich da unten alles weggebaggert habe. Naja, was willst du machen? Und genau, wir müssen jetzt noch diese Eismünzen, die wir beim letzten Mal rausgesucht haben, die müssen wir auch noch eintauschen gegen Sachen und vielleicht noch neue Missionen annehmen. Mal gucken, wie das geht. Und die Edelstände liegen natürlich wieder auf dem Boden rum. Ein Hackel habe ich dich schon begrüßt. Schönen guten Abend. Lot, Spoiler weiß es nicht. Servus. Ja, was ist da denn los? Das ist,
Jo, und ich sehe gerade einen neuen Unterstützer auf Garderoe Plus. Herzlich willkommen. Du kannst deinen Namen ändern, indem du der Anleitung unterhalb des Chat folgst. Und dann weiß ich auch, wie ich dich nennen darf und begrüßen darf und überhaupt so, ne? Das wäre, wenn du möchtest, ne? Wäre halt für alle ganz praktisch, ne? Weil dann würden wir dich nicht Steady Düben 975176857979785 nennen. Das bietet sich, glaube ich, an, ne? Also pass auf, machen wir den mal hier nochmal weg. Ich kaufe ein U. Bing, 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 bing. So. Ach so, ich muss den Schnee noch drunter machen, ne? Eieiei, habe ich auch vergessen. So. Dann packen wir den mal hier weg. Den hier auch. Dann verbinden wir das Ganze und dann würde ich sagen, wir fahren kurz in die Stadt, noch ein paar Münzen einlösen, gucken, was wir da vielleicht mit Tier 2 Spitzhacke bekommen oder so. Aber wie gesagt, da bin ich relativ ergebnisoffen. Ich weiß nicht, ob YouTube mein Chat funktioniert oder ob keiner was schreibt. Sind da alle im Lurk-Modus. Nicht, dass hier irgendwas bei mir nicht funktioniert und ich die ganze Zeit nicht reagiere. Das wäre mir sehr unangenehm. Deswegen gerne mal Hallo schreiben oder HDF oder so. Da sind wir ja flexibel, ne? So, pass auf, dann packen wir mal hier ein bisschen Schnee drunter. Ja, das sieht jetzt anders aus, weil das sind ja die Geräte, die im Schnee arbeiten. Somit also, ne, diese Eiserde sozusagen abarbeiten, ne? Und das ist, die werden ja auch nicht mehr mit Wasser betrieben, sondern mit Lava. Und deswegen, Test bestanden. Sehr gut. Okay, dann schlafen nur alle. Das ist in Ordnung. Ich habe ja auch ein extra Einschlafformat auf Garderoe Deluxe, ne? Mit meinem Bauernhof, mit schöner, ruhiger Musik und ruhiger Stimme, die ich ja angeblich habe. So, gut. Das haben wir, das haben wir. Das ist alles verbunden. Was wir vielleicht noch machen könnten, wäre auch noch hier einen Kristall reinsetzen, ne? Das machen wir mal. Den müssen wir aber kaufen in der Stadt. Dann fahren wir jetzt erstmal in die Stadt. Ich habe nämlich das Geld wieder geholt, wo Lord Zergster geschimpft hat, dass ich das nicht mehr dabei hatte. Das habe ich auch wieder. Genau, Druckmesspumpe habe ich mal gekauft. Da können wir nämlich mal gucken, wie viel Druck wir auf der Leitung haben. Und würde ich sagen, fahren wir los. Gehen wir ein paar Münzen ab und so, ne? Wenn wir eh schon unterwegs sind. So, eine Sekunde. So, ich bin heute, ihr seht es, wir sind heute teamtechnisch in geringerer Besetzung unterwegs. Da kann es sein, dass ich mal ab und zu mal einmal kurz hier Klick-Klick machen muss. Mal sehen, was gerade in der Stadt, alles in der Stadt vergisst. Ich habe doch das Geld damals immer extra in der Stadt gelassen. Das war doch alles Absicht. Das war einfach 4D-Schach vor mir. So. Dann, ich habe auch noch einen Dinosaurierknochen gefunden und die Achievements scheinen jetzt repariert zu sein. Das war nämlich so, als ich den Dinosaurierknochen abgegeben habe, da wurde sich bedankt, dass ich das jetzt gemacht habe, einen Dinosaurierknochen abzugeben. Da haben wir schon, dabei war ich das gar nicht. Dabei haben wir ja schon so viel gemacht, ne? So. Thanks. 56 Münzen. Jetzt haben wir schon mal doppelt so viele. Zack. Dann, was wollte ich denn jetzt eigentlich kaufen? Sebastian, schönen guten Abend. Ich wollte ein Filterding kaufen, ne? Für, hier. Ein Filterding für hier wollte ich kaufen. So. Damit wir nochmal Druck aufbauen können, bevor der, ach da, bevor der... bevor die Lava direkt in die Maschine reinläuft. Ist wahrscheinlich die beste Stelle dafür, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. So. Dann schauen wir mal beim nächsten. Es war Eisen. Ich glaube, ich habe sogar Eisen dabei. Nehmen wir das hier so lange. Ein Verbindungsstück, aber das Geld liegt in der Stadt.
Ich gebe mir ja Mühe. Aber ihr habt doch Spaß daran. Ihr habt doch auch Spaß daran, wenn ich hier gequält noch zum 100. Mal wieder an der gleichen Ecke langfahren muss. Das freut euch doch. Gebt's doch zu. So. Hier direkt auch eine neue Aufgabe? Nee. Ist heute eigentlich irgendwie wieder irgendwas, was ich verpasst habe? So ein Fußball-Länderspiel oder irgendwie weltweiter Internetausfall? Ist da irgendwas wieder passiert, das ich wieder übersehen habe? Sagt mir das gerne. Ich komme immer so verwirrt vor manchmal. Warte mal. Hier was? Ganz ehrlich, nee. Gut, was möchtest du denn haben? 1,5 Gold. Das kriegen wir hin. Die sind natürlich jetzt ein bisschen größer, diese Bröckchen. Dortmund gegen Stuttgart. Ist, was ist das? Dritter gegen Vierter oder so? Gibt es dieses Jahr echt mal einen anderen Meister? Vizekusen? Würde ich ja schon irgendwie feiern, ne? So. Okay, Rubin und 25. Das Ding habe ich ja schon mitgenommen. Habe ich denn noch ein anderes normales Gold? Nee, ne? In Heidenheim. Gott, oh Gott, oh Gott. Oi, oi. Oh Gott. Ich krieg ja gar nichts damit. Sind ihr noch in der Champions League zumindest? Machen wir mal, Golderz. Kriegen wir alles hin. So. Huch. So. Gut, also, ich habe gekauft, was ich kaufen wollte, ne? Glaube ich mal so. Was ist hier? Guten Tag. Haben wir auch schon, okay. Ja, diese Verträge müssen wir dann auch machen. Glaube ich. Und dann haben wir den Sensor, dann, ne, dann können wir den Energiebarren reinschmeißen. Smaragdpresse sollten wir uns holen, oder? Werdet ihr damit einverstanden, dass wir uns eine Smaragdpresse holen? Weil wir müssen, glaube ich, die Diamanten zu größeren Diamanten machen. Seht ihr das? Wir brauchen die eh. Jetzt gucken wir mal, wo es die gibt. Stream ist gleich schon rum und wir haben noch nicht einmal die Anlage laufen gehabt. So, warte mal. Was ist das eigentlich? Ich will mal wissen, was das ist. Ich kenne das gar nicht. Das sind fast nur dieselben Anfragen, ne? Mhm. Aber vielleicht werden die ja schwerer, wenn wir jetzt mal die ersten durchhaben, weil wir wissen ja schon, dass das End-Achievement-Teil. Achso, Moment, ich muss mal den hier noch machen. Das End-Achievement-Teil kostet ja 999.999, ne? Milan K. spendiert Döner für 7 Euro. Vielen lieben Dank, Milan, und willkommen auf Garderoll Plus. Es ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Alter! Mann! Hör mal auf! Warte mal, mach mal so rum. Ey! Sag mal! Jetzt reicht's aber hier. Geht doch. Warum denn nicht sofort? Was wollte ich eigentlich? Genau, die wollen wir auch noch bauen. Denn ich würde mal gucken, sagen, wir gucken uns auch die neuen Fahrzeuge an. Haben wir denn hier, haben wir denn hier? Hier, ne? Logistik-Edelsteinkompressor, genau. Logik meine ich. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Logistik-Tastenfeld, ne? Damit wir einstellen können, wie groß die Dinger werden sollen. So. Nicht doof? Wo habe ich denn das Geld hingetan? Ach so.
schon drin. Preemptive Geld vergessen. Ist auch gut. So, warte mal. Hat ja keiner mitgekriegt. So, was wollte ich noch? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles, ne? Dann würde ich sagen, wir gucken mal, dass wir die Aufträge ins Laufen bekommen. Und dann müssen wir unten noch die, ne, gucken, dass wir die, dass wir mehr. Also, wir brauchen jetzt erstmal, glaube ich, jede Menge Cloud-Erz und Eisenerz, damit wir. Kabelsalat brauchen wir auch vielleicht. Ja, damit wir auf jeden Fall neue Schmieden bauen können. Oben auf dem Schicksalsberg. Das kriegen wir hin. So. So. Da muss ich erstmal gucken, wie das nochmal ging. Ne? Ich habe ja schon alles vergessen. Also erstmal würde ich die vielleicht gar nicht anschließen, sondern erstmal nur benutzen, damit wir die Diamanten auf die richtige Größe kriegen. Ne? Das ist aber auch blöd. Ist ja nur vorübergehend. Ich sag, das ist nur vorübergehend. So, ja. Ist eine Übergangsjacke, ne? Es ist ein Anorak-Fließband. So, warte. Ist das jetzt richtig rum? So. Nee. Oder ist der jetzt auch Lava betrieben? Der ist Lava betrieben. Oh Goat. Dann können wir das erstmal wieder wegmachen. So. Dann machen wir das wieder dahin. Und das machen wir auch wieder dahin. Und da der Lava betrieben ist, müssen wir dann hier wohin pflanzen, ne? Tja. Aber wo? Also wo machen wir hier jetzt den Abzweig hin? So, dass es auch noch halbwegs vernünftig ist. Ich würde sagen, da. Oh, und dann können wir das direkt anschließen. Ups. Jetzt muss ich wieder die richtige Rotationsdings finden. Und ein paar krumme, gerade Kurven brauchen wir auch noch. So. Wir sollten vielleicht die Anlage, während wir basteln, laufen lassen, ne? Weil wir sonst nicht effizient sind. Wenn das Garderol mitkriegt. Der schimpft wieder mit uns, weil wir nicht effizient arbeiten. So, pass auf. Können wir die laufen lassen? Da haben wir nur gerade das Rohr. Ach nee, da wollten wir ja den Einsatz reinmachen. Deswegen. Deswegen hatten wir noch gezögert. So war das nämlich. So. Und dann müssten wir mal eben kurz uns so einen Barren schmelzen. Und dann für alle, die es noch nicht gesehen haben, die coolste Änderung in diesem ganzen Dings, achso, da brauchen wir gar nicht, ist, wenn was daneben fällt oder so, dass du nicht mehr die Sachen aus dem Topf oder aus dem Dings rausziehst, sondern dass es immer da bleibt, wo es liegen soll. Das ist so gut eigentlich. Muss man einfach mal sagen. So.
Habe ich eine Säge eigentlich? Weil dann würde ich direkt zwei teilen und die eine Hälfte unten reinschmeißen und die andere... Nee, Säge brauchen wir auch noch. So, okay. Also, dann wird das da angeschlossen, dann würde das laufen. Dann können wir hier oben mal weitermachen. Weiß nur nicht, ob das passt. Ja, das passt. Sieht zwar nicht gut aus, aber es passt. Das soll mir genug sein. Dann können wir den hier irgendwo wieder runter. Haben wir noch eine gerade Kurve? Eine gerade Kurve haben wir noch. So. Trotzdem brauchen wir noch mehr gerade Kurven. Und Rohre auch noch. Ja. Also, dann gehen wir eine Säge kaufen. Und nochmal Lavaröhrchen. Eine Nervensäge hättest du im Angebot. 3 Jahre alt, leicht verbeult, aber funktioniert. Hallo? Wenn ich das auf der Metaebene jetzt aber falsch verstanden habe, dann gibt es aber Ärger. So. Okay. Das. Und jetzt? Da gab's was, ne? nächstes Fahrzeug zurücksetzen. Ja, das war's. Ist jetzt eine 6 Jahre alte. Oh, Leute. Ach so, genau, das Dingsbrett wollten wir probieren, ne? Genau, das wollen wir auch noch. So, jetzt brauchen wir noch eine Säge. Gibt's hier eine Säge? Säge? Was braucht man noch? Habe ich noch irgendwas vergessen, Leute? Sagt's mir jetzt, bevor wir noch dreimal fahren. Wir brauchen ein paar krumme Kurven, ne? Eingeparkt. Das nennst du eingeparkt? Das war ja ein Fehler im Spiel, ne? Das war ein Bug, den werde ich auch gleich melden. Ist das Fahrzeug einfach umgekippt? Das ist sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So. Habe ich denn jetzt alles? Ich meine ja, ne? Gut, dann bauen wir das jetzt mal endlich auf und dann geht's los. 3 Stunden später. Losfahren und zu bezahlen? Hä? Das verstehe ich nicht. Wer wird denn sowas machen? Chiptunes! Yes! Also ihr wartet aber echt drauf, dass ich nur Fehler mache, ne? Ihr seid ganz schön gemein. Dabei mache ich das gar nicht. So. Ich würde auch jetzt mal behaupten, der Barren ist schon gut durch. Ich glaube, der ist jetzt genug im Feuer gewesen. So. Dann einmal Seeische bitte. Wie war denn da? Okay. Dann mal los. Hier müssen wir noch so einen Gang machen, ne? Dass wir hier so lang gehen können, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal an. Ein bisschen Werkzeug haben wir noch. Was mich daran erinnert, wir müssten mal diese Filter dann einbauen, ne? Die zählen auch für Lava, wenn ich das richtig verstanden habe.
So, dann gucken wir erstmal, ob die Anlage läuft. Ich nehme auch schon mal Werkzeug mit da unten. Ich nehme schon mal das Blinzeln sehen. Blinzeln? Blitzen? Funktioniert. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt die Anlage an der tiefsten hier möglichen Stelle vom Einstiegsgebiet. Das heißt, besser geht's hier jetzt nicht mehr. Alles, was wir jetzt machen, ist das Maximum, was wir erreichen können. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir Level 2, Level 3 Gebiete finden. Und ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob jetzt alle anderen Gebiete automatisch Level 3 sind. Das weiß ich halt nicht. Trotzdem müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten, weil wir ja die Werkzeuge, ne, brauchen. Sonst funktioniert das ja auch wieder nicht. Gut, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir brauchen 800 Eisenerze. Gucken mal, wie viel wir haben. Und hier brauchen wir auch noch was. Und wir wollten den, den Stand ja freischalten für die Autos. Das wollten wir auch noch machen. So, hier haben wir 900. Das heißt, wir könnten damit so gerade die erste Maschine bauen. Hier haben wir nochmal 200. Haben wir hier nochmal Gold. Für diese kleinen Aufträge. Weißt du, was wir da machen? Da nehmen wir uns eine kleine Wanne. Und wir brauchen ja immer noch... hier, das Ding wollte ich probieren. Wir brauchen ja immer noch so einzelne... Bröckchen. Die können wir da reinschmeißen. So, wie geht denn das jetzt? Oh. Ah ja. Okay. ...46 Eisenbarren. 15er Smaragd. Okay. Aber dann müssten wir das Markt ja auch wieder trennen können, ne? Die Gildentoken im Museum. Haben wir das denn schon erledigt? Sind wir denn da schon durch? Das glaube ich nämlich gar nicht. So, dann bitte einmal für Alice ein Uhr-Emoji in den Chat. Weil das geht nicht, dass jetzt sich Alice nur schlecht fühlt, sie muss sich noch besonders schlecht fühlen. So, war ganz gemein. So, warte mal. Token in der Stadt, können wir gleich gucken. Ich schmeiß mal kurz die Rohre runter. Und dann, wir können auch gucken, was wir uns dafür noch kaufen können. Aber, was ich ja vergessen habe, ist, wir müssen ja auch den Meißel, den Dings hier anschließen. Ich will das erst ich schmeiß die Anlage wieder an. Wir sind ja eh noch ein bisschen am Basteln hier. Sorry für die Verwirrung. So. Tun wir mal gucken, ob alles läuft. Das ist natürlich jetzt blöd, jetzt können wir nicht mehr mit einem Blick sehen, ob alles läuft. Aber es sieht gut aus. So. Und dann wollte ich hier so eine Schüssel nehmen, wo wir diese kleinen Goldstücke reinschmeißen und dann damit transportieren. Wenn wir in der Stadt nochmal, weißt du, so Eisen- und Dingsaufträge haben, dann haben wir die Sachen direkt in der Schüssel. Gut. Hast du dich um eine Stunde vertan? Ah. Das passiert schon mal. Bin auch in meinem Arbeitsleben schon, ich glaube, einmal bin ich zu spät gekommen, ja. Und das war mir auch mega unangenehm, deswegen fühle ich. So, okay. Wir brauchen eine gerade Kurve. Ist denn dafür jetzt in den Shorted wenigstens alles fertig, alles? Was? Hilfe! Warum? Ich hänge fest. Ich hänge wirklich fest. Ich habe mich selbst mit dem... Mit dem Trichter selbst in die Welt gebackt. Wie geht das denn? Heute kam es auch nochmal ein Patch raus. Ich weiß nicht, was da behoben wurde. So, sind wir jetzt richtig?
Hier muss jetzt eine Logikeinheit dran. Dann würde ich sagen, wir gucken mal eben, wie groß normalerweise die Smaragde sein müssen. 9,5, 15,5. Dann haben wir immer so ein bisschen Verschwendung, aber nicht zu viel. Weißt du, wie ich meine? Golderz. Nochmal Golderz. Ein Rubin, 14,5. Oder sollen wir die wirklich abmessen? Das wird aber dann elends. Aber gut, das wäre das Sauberste, ne? Also, wir brauchen erstmal zwei Smaragde. 10 und 16. Leute, das wird was. So, kurz die Elektronik noch anschließen. ZL schon gefragt, ob Alice die Uhr umgestellt hat. Leute, die schämt sich doch jetzt eh schon. Hört doch mal auf. Obwohl, Baumi darf, das habe ich gehört. So, ja, also ich werde jetzt hier nur eine halbe Stunde hier diese Teile hin und her drehen, bis ich dann irgendwann... Jetzt brauchen wir erstmal 10, hatte ich gesagt, ne? Und da brauchen wir Rubin. Nee, Smaragd brauchen wir, ne? Könnt ihr euch noch erinnern, wie lange wir an diesen Anlagen gefummelt haben? Damit wir diese Anlagen automatisch betreiben können und die Sachen da reinfallen in der alten Welt. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh, das war ja auch ein Stress. Wo fallen die Sachen eigentlich raus? Weißt du, was witzig ist? Unter deiner Nachricht direkt ist bei mir war die Windows-Uhr und die sagt 20:02. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Das tut mir auch sehr leid für dich. Wo fallen die denn jetzt raus? Ich bin gerade voll verwirrt. Vielleicht sollten wir die auch alle sortieren, ne? Dass wir die irgendwie mal ordentlich haben. Aber so viel Geld für Sortieranlagen haben wir noch nicht. Oh. Entschuldigung? Hä? Bin ich doof? Bin doof. Moin Hugo, grüß dich. Das ist mir jetzt aber peinlich. Was hat... fallen die unten raus oder was? Ich bin gerade voll verwirrt. Wo fallen die denn raus? Fallen die... Ich... Aber der ist ja nicht rausgefallen. Und der steht auf 10. Hä? Gar nicht, da nur an ausgeht. Alpha 4. Willkommen im Chat. Schön, dass du mitschreibst. Bleiben die nicht in der Maschine? Ja, aber wieso wird die denn immer größer und wieso kann ich dann hier die... Ach, ich müsste die wiegen und über das Wiegen würde ich dann hier einstellen können, ab wann wir dann elektronisch auslösen, dass die dann rausfliegen. So rum war das, ne? Ja, so rum war das. Das heißt, wir brauchen einen Meißel. Wir fahren mal kurz in die Stadt, ja? Wir wollen also noch eine Waagevorrichtung. Die gibt es, glaube ich, in der Eishockeystadt, sage ich schon, in der Pinguinstadt. Ach, du lieber Gott. Ja, so war das nämlich. Oder mit Magneten. Genau, das kann man auch machen. Gottes Willen. Aber es ist so, ne? Ich spiele ja als YouTuber und Content Creator relativ viel Spiele. Irgendwann ist auch meine Festplatte da oben in der Renderstube mal voll. Etzatla.
So, gibt's hier einen Meißel? Inge Meißel? Nein, einen richtigen Meißel. Mein Dingsbrett hier, oder? Da. Den haben wir auch noch nie benutzt. Fällt mir gerade mal ein. Das ist auch eine Premiere. Ganz schön teuer, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen? Arbeit, nö. Habe ich jetzt die Anlage laufen lassen? Um Gottes Willen, wir müssen zurück. Haben wir noch einen Dingsleser? Haltbarkeit? Nee, ne? Gewichtsding haben wir hier noch nicht. Au! Wir wiegen Pinguine. Also, wie gesagt, in der Pinguinstadt gibt es, glaube ich, die Wägewagen wogen. Daher könnten wir mal schauen, wie gesagt. So, lieber Plus-Unterstützer, der seinen Namen noch nicht geändert hat. Ich weiß, ich nerve damit. Aber es sind wirklich nur wenige Klicks. Und wenn du dabei Probleme hast oder das nicht hinbekommst, helfen wir dir natürlich auch sehr gerne. Kannst ein Ticket schreiben, kriegst du dann nach dem Stream von mir sofort eine Antwort und ich erkläre das auch nochmal in Ruhe. Ist kein Problem. Aber es wäre cool, wenn du das änderst, weil die Steady-ID, du kannst dir jeden anderen beliebigen Namen geben, aber die Steady-ID ist halt nicht so, weißt du, ne? So. Die kriegen wir nur leider nicht weg. Oh Gott, das ist bestimmt alles kaputt hier. Wir machen erstmal, wo ist denn? Da. Es ist noch ein Schlüssel da. Da müssen wir eben gucken, ob hier oben die... Das muss erst heile. Gut, gut, gut. Es ist so einiges daneben gefallen, ne? Dann würde ich sagen, weil wir kein Werkzeug mehr haben, machen wir erstmal aus und sortieren in Ruhe jetzt erstmal die Sachen. Denn wenn wir jetzt gleich keine Werkzeuge mehr haben, können wir das Ding ja nicht mehr betreiben. Jetzt hatten wir allerdings, wir brauchten, was brauchten wir? 15,5. Das heißt, wir können den einmal trennen, dann haben wir für beide Aufträge genug. Da haben wir natürlich ein bisschen verschwendet, ne? So, wie geht denn das? Einfach draufhauen oder was? Cool. So, passt das? 16, das wäre dann für den einen Auftrag. Und für den anderen 9,5. Das ist natürlich eine Riesenverschwendung, aber dann ist es halt so. Dann brauchen wir für den hier nur den Smaragd, okay. Wir machen jetzt einfach mal diese Aufgaben, ja? Wir können ja dann gleich was anderes machen. Fährst du nächste Woche bei den Festen? Ich kann dir Folgendes erzählen. Ich habe mich mal eingeloggt, ne? Ich bin da reingegangen. Und habe mir gedacht, fährst du mal eine Runde. Guck's mal, wie so ist, ne? Und dann kam die erste Kurve. Und da musste ich leider ganz schnell in ein Meeting. Das hast du schon mal, ne? Und deswegen, ich würde das lieber technischerseits begleiten, wenn du da nichts dagegen hast, weil, na, das ist sonst vielleicht möglicherweise. Ich freue mich über deinen Wunsch, das meine ich auch ganz ehrlich, aber ich, mir fehlt die Zeit für die nötige Übung. 46, ne? Aber trotzdem dir und deinem Team ganz, ganz großes Dankeschön, was ihr da immer auch wieder ne, euch kümmert für die fantastische Gaming-Community, wo ihr übrigens auch mitspielen könntet. Link zum Discord findet ihr im Twitch-Info-Panel, wo wir immer wieder ganz tolle, fantastische Dinge tun. Schaut da gerne mal vorbei. Ein Ring, okay. So. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt noch. Dann fahren wir in die Stadt. Was habe ich denn jetzt noch wieder vergessen? Ich habe vergessen, dass wir das erhitzen müssen. Ja, ich weiß. Wo ist denn... Hä? Ach da. Werkzeug, ne? Erinnert mich dran, dass wir Werkzeug kaufen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste.
Ja, ich glaube, das ist behoben worden mit dem Chunk-Problem. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Sollen wir mal gucken. Und dass der Schmiedeamboss jetzt größer ist, ne? Das ist ja alleine schon den gesamten Patch wert, oder? So, dann haben wir hergestellt das Ding und das Ding. Die Sachen haben wir dabei. Was haben wir denn hier noch? 14,5er Rubin. Die Explosion, ja. Goldbarren 40,5. Goldbarren. Lass mal eben eine Bahne machen. Clemens, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich habe übrigens auch wieder, ne, ihr kennt es schon, das war, glaube ich, die falsche Taste. Ich glaube, die ist richtig. Ich habe wieder fantastische Angebote für euch rausgesucht bei unserem fantastischen Partner Games Planet. Und das sage ich nicht einfach so. Ich kaufe alle meine Spiele da. Gerade auch wieder für die Community-Aktion gibt es da jetzt Assetto Corsa besonders günstig. Und All Eyes im Wunderland. Resubscribed für 42 Monate. Danke, All Eyes im Wunderland. Dankeschön, Alice. Vielen Dank. Genau, und da könnt ihr mal wieder vorbeischauen. Ich habe nämlich wieder für euch persönlich... Oh. Wir hätten das vielleicht mal lehren sollen. Ich habe für euch persönlich wieder Sachen rausgesucht, wo ich denke, die können euch gefallen. Es sind alles meistens so Deals, ne? Und Deals oder DLCs. Bald kommt ja auch Prison Architect raus und so. Findet ihr im Twitch-Infopanel verlinkt. Ebenso, wie ihr mich unterstützen könnt, auf Garderobe Plus, da seht ihr das Ganze hier alles komplett werbefrei. Der ganz große Teil der Unterstützung kommt auch wirklich bei mir an. Und ja, da kommen wir vielleicht wieder Richtung Monatsziel, ne? Bei 14,8% stehen wir. So. Basili, Salim. Merci, dass du da bist. So, Rubin. Weißt du, wie wir das am besten machen? Den Veteran-Chocker freue ich mich, dass das so ein Reinfall war. Weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, dass das ein Reinfall war. Das ist halt ein kleines Projekt gewesen und was ich da wirklich cool finde, immer noch cool finde und was wir auch wirklich nochmal, uns nochmal vielleicht nochmal anschauen sollten, ist, dass es wirklich so ein paar Sachen anders gemacht hat, ne? Da bin ich so ein bisschen immer vorsichtig mit, ah, das war jetzt alles ein Reinfall und so. Ich akzeptiere deine Meinung, selbstverständlich, ne? Aber ja, mal gucken. Also, jetzt ist natürlich... Machen wir erstmal das hier fertig. Rubin war das, ne? Das ist alles Basel-Schuld, dass das verwechselt wurde. 14,5. Zu früh veröffentlicht. War das nicht Early Access? Ich meine doch, oder? Und deswegen, guck mal, deswegen finde ich es ja gut, dass jetzt hier die Leute vom Prison Architect gesagt haben, nee, wir machen nicht. Gibt's nicht das Spiel. Wartet noch ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ganz gut. So, Leute, reicht das jetzt? 15,3 reicht, ne? Ach stimmt, wir hatten diese grandiose Beta, ich erinnere mich ganz dunkel. Wo auch schon die mit den Spielständen, wenn man das Chaos, ne? Und... Ja, richtig, ich erinnere mich. Und dann... Ja, hast recht. Ich nehme es zurück und überhaupt das Gegenteil. Genau, es handelt sich um Assetto Corsa Competizione und nicht um die normale Version, in Anführungszeichen.
Und ab der nächsten Saison, wenn ich es richtig verstanden habe, wird dann auch der Nürburgring-DLC in der Community ausgefahren. Ne? Also wenn du sagst, hier, ich konnte, also selbst wenn du jetzt nicht in die Community willst und sagst, ne, du konntest Garderol noch nie leiden, dann fahr einfach meine treuen Community-Mitglieder in Grund und Boden. Dann ist das für dich die Herausforderung schon mal vorbei. So. Hatebait. Ed Sattler. Goldbarren, genau. Da wollen wir mal gucken, wie viel wiegt denn der? Kein Mario Kart, nein. So. Okay, der ist zu klein. Das war eine Stufe vorher nehmen. '69. Geil. So. Dann haben wir das auch. Weg damit. Ist halt ein bisschen zu viel, ich weiß, aber so, einen haben wir noch. Und dann reicht es aber auch mit Aufträgen. 25,5 Goldbarren. Ja, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, von was du da redest. Das ist wahrscheinlich ein You-Problem. So. 34. Echt jetzt? Und ein 7er Rubin. So. Was für mich vielleicht interessant wäre, wenn es da um Motorsport geht, wäre in der Tat das von der Managementseite. Es gibt ja auch diesen Formel 1 Manager. Den könnte ich mir echt vorstellen, dass wir uns den mal angucken, ehrlich gesagt. Ja, früher war ich ja mal Formel 1 Fan. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die immer nur im Kreis fahren. Hm? Ganz schön aufwendig, ne, an diese Token ranzukommen, aber die, ich glaube, wir brauchen die wirklich als nächsten Schritt auch. Wir fahren zum Saisonende 2,4 Stunden auf der Nordschleife. Ich bin gespannt, wie viele da ankommen. Ach so, ja. Hä? Weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Hä? Ring, Ring, Ring. Bananafon. Der hier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir die mal alle ab. Und dann machen wir was anderes. Wir haben ja genug Gegenstände gebaut, würde ich vorschlagen. Chris, einen schönen guten Abend. Wenn bist du zufällig derjenige welcher, dann danke fürs Umbenennen. Ansonsten bin ich nur wieder verwirrt. Dann einfach ignorieren, was ich gesagt habe. So. Also, jetzt noch einmal in die Stadt. Dann helft ihr mir jetzt bitte dran zu denken, was wir noch alles einkaufen wollten, ja? Ihr habt die Einkaufsliste, ich bin unschuldig. Wieso klingelt es denn jetzt? Da muss ich bei ihm hin. Eine Sekunde! Lasst das Spiel bitte heile. Das habe ich auch noch nicht erlebt. So. Schnur. Ja, genau. Schnell den Schmuck klauen. Hätte auch der Tank leer gehen können, ne? Pinguine. Alice. Irgendwann muss ich dich ja mal dann nach Star Citizen entführen. Damit wir da. Ne? Dann gehen wir mal Pinguine shoppen, wir beide. Wenn mal Free Flight Wochenende ist.
Und dann erkläre ich dir das mit der Navigation und warte mal, Cedric spielt das doch auch. Alice, frag doch mal den Cedric, ob der vielleicht Zeit hat mit dir, das vielleicht. Das stimmt, ne? Der Tankinhalt scheint besser zu halten. Du hast dich umbenannt, das ist sehr lieb. Jetzt warst du auch derjenige, dem ich jetzt die letzten Streams damit auf den Senkel gegangen bin, dann tut's mir leid. Und auch nochmal dir, ne? Vielen Dank, willkommen auf Garderoll Plus. Und du kannst auch mal schreiben, ne? Latenzfrei ist wahrscheinlich schon cool, ne? Die Fahrphysik, weiß ich nicht. Also, du kannst dir ja noch so ein anderes Fahrzeug hier holen, ne? Das, hat vielleicht eine andere Fahrphysik, ich weiß nicht. Alice im Weltraum. So, kann ich vielleicht erstmal die anderen Aufträge abgeben? Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit? So, der hatte nichts, ne? Auch nix. Die Fertigen sieht man an einem anderen Symbol, ne? An dem da. Das Schöne ist, Alice, du kannst da so viel spazieren. Der Rubin. Du kannst da so viel spazieren. Die Welt lädt sich ja immer weiter, ne? Das ist ja eine Endloswelt. Da kann das... Du kannst dich ja gar nicht verlaufen. Also, du kannst dich natürlich schon verlaufen, aber... Nordmann Ausbahn. Verpasst keinen Stream mehr. Willkommen im Rudel. Schön, dass du da bist. Und mir fällt gerade ein, wir nennen das ja Rudel. Lieber Trooper, das hat nichts mit dem Rudel zu tun. Ich wollte das nur anmerken, gerade Ed Sattler, aus aktuellem Anlass sogar. Tatsächlich sogar. Das war, weil wir Planet Zoo gespielt haben. Und da hatten wir dann die Tiere, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel... Garderoll Plus werdet, dann kommt ja der Tiger, oder wenn ihr Bits werft, dann kommt ja der Bär, oder je nachdem, ne, umso größer, desto andere Tiere kommen da. Ich distanziere mich von jedwegen Verwechslungen mit anderen Webmedienschaffenden, die möglicherweise auch Rudel hatten, so. Damals, als sie noch einen YouTube-Kanal hatten. So. Ich habe schon bestimmt wieder einen übersehen, ne? Der wollte den Eisenring. Und dann habt ihr gesagt, ins Museum soll ich gehen, ne? Die sehen wie Zombies aus. Ich weiß nicht, das ist ein richtig cooler Grafikstil, finde ich persönlich. Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht daten oder so, aber... Ich finde schon, dass die einen eigenen Stil haben. Garderoll-Kommune, ne? Nein. Ich persönlich würde mir die Organisation einer solchen sicherlich nicht zutrauen. Ich bin halt nicht so ein Profi wie andere Leute, ne? So. Jetzt ist gut hier. Die anderen Leute verstehen nicht, worüber wir reden. So. Irgendeiner wollte noch eine Goldbahn, ne? Aber diese Welten sind halt wunderschön, ne? In Star Citizen, das muss man schon sagen. Deswegen suchst du in der Welt Level 2? Ja, das ist... Warte mal. Nee. Was war der? Ich werde es verstehen schon ein paar haben Schmunzler im Gesicht. Ja, es ist halt, es ist ja mittlerweile wirklich überall angekommen, ne? Gerade auch jetzt im Zeitalter, wo wir so viele Hatefluencer haben, ist das ja auch in aller Munde irgendwie, ne? So, irgendwo musste man noch ein Gold... Ach so, das war in einer anderen Stadt. So, dann Thaler beim Museum abholen. Aha. Go fetch some hydrosaur bones, would you?
Ja, aber die habe ich doch jetzt alle schon abgegeben. Beschaffe Fossilien. 16 von 1. Wurde ich hier... Wie kriege ich die denn jetzt? Naja, die würden sich ja genauso verstreiten wie, wie kriege ich denn jetzt die Belohnung? Ich habe die ja schon alle abgegeben. Einfach hingehen? Hallo? Hab ich. Ja, hab ich. Hallo, hier bin ich. Muss die wieder abbauen. Hallo? Knochen bitte? Ich. Geht auch nicht. Ja gut, dann müssen wir vielleicht nochmal einen Knochen finden, damit das getriggert wird. Ne? Was wollen wir noch machen in der Stadt? Werkzeug kaufen, ne? Werkzeug kaufen. Haben wir denn hier Werkzeug? Die werden ja normalerweise nicht, ne? Normalerweise muss man nicht nochmal die Rolle abgeben, weil die wird ja gelöscht, wenn man das erfüllt hat. Es werden immer mehr. Cool. Leute, das ist einer dieser seltenen Momente, wo mal ein Zuschauer recht hat. Merkt euch diesen Moment, der wird nicht so oft vorkommen. Ja, jetzt haben wir ja ein paar Token, ne? Wir sollten dann einmal Unique-Sachen kaufen, die wir wirklich sinnvoll mit den Token nur einmal herstellen können. Und wir brauchen weitere 8 Knochen, dann kriegen wir 3000 Score. Ey Leute, wir müssen Knochen sammeln. Wir machen hier eine Mine, ne? Für Weiste. Und dann müssen wir einfach so ein paar Dinosaurierknochen sammeln. Und dann läuft das schon, der Laden hier. Da gibt's Werkzeug. So. Wupp, 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 wupp. Tüttelü, tüttelü. Hä? Ich würde ja auch eigentlich jetzt aber das letzte zu dem Thema, aber ich würde wirklich interessieren, was da gerade los ist, ob der eingerückt ist oder sonst irgendwas. So. Oder endlich zur Vernunft. Ja, ich merke es gerade selbst. So. Werkzeug. Noch irgendwas vergessen, Leute. Trink mal einen Schluck. So. Dann würde ich sagen, einmal Anlage laufen lassen. Wir brauchen noch jemanden, obwohl da ist ja noch eine Eisenbahn. Ne? Ich würde jetzt gerne auch mal den Schicksalsberg ausprobieren, aber wir brauchen ja auch noch, warte, wir gucken das eben nach. Ja, das mit dem Ampelschießen habe ich auch schon gehört, ne? Und irgendwann hört der Spaß auch auf. Aber irgendwann ist auch das Glück zu Ende, was der Typ immer hat. GEMA ist unterwegs, Finanzamt ist unterwegs. Ja, ja, irgendwann ist Feierabend. So viel Glück kann kein Mensch haben. Genau. Also ich würde jetzt als nächstes den Kartenladen bauen, damit wir mal gucken, ob wir da vielleicht so Räumfahrzeuge für Tier 3 oder so bekommen. Das heißt, wir schauen mal kurz. Was brauchen wir für den Ticket-Shop? Das habe ich natürlich schon längst wieder vergessen. Afraid, yeah?
Hartstein. 180. Warte mal. Bitte Snipping toolen Sie jetzt, damit ich es nicht wieder vergesse. So. Juti, juti. Also, Hartstein 180, Eisenbahne 200, Clotiumbarren 10. Gut. Wenn man sonst eine Umsatzsteuervoranmeldung das Komma verschiebt, ja. Ein Barbeleg nicht hinterliegt in der Kasse. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist irgendwie... Ich will jetzt nicht so ein Fass aufmachen, ne? Die Welt ist ja so ungerecht und so weiter. Aber... Das ist der gegenteilige Spruch zu dem Spruch, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen. Entschuldigung. Ja, das ist genau der gegenteilige Spruch dafür. Das Glück beschützt nachher kleine Kinder und Raumschiffe mit dem Namen Enterprise. Ist halt so. So, Leute. Also, zwei Sachen haben wir vor. Jetzt versuchen wir das mal wieder ein bisschen stringenter hier zu machen, damit Alice keinen Rappel kriegt und total verwirrt ist. Wir bauen also zunächst mal überall unsere Werkzeugkisten hin. Und dann gucken wir, dass wir den Ticketladen bauen. Wir brauchen Hartstein 180. Das ist ja hier, das ist doch Hartstein, ne? Ja. Da brauchen wir 180. Insolvenz mit Rechtsschulden? Nein, das glaube ich nicht, weil er sein Gewerbeding da hat und das alles hin und her schiebt. Das geht nicht. Das kann halte ich für relativ ausgeschlossen. So, aber wie gesagt, die Leute verstehen gar nicht, worüber wir reden. Deswegen lassen wir das jetzt mal, das Thema, würde ich sagen. So, wir machen jetzt mal 180er Blocks. Au. Davon brauchen wir dann nur einen. Und dann gehen wir mal wieder auf 500 oder so, ne? So, dann haben wir hier einen 180er Hartsteinblock. Dann Eisenbahn 200. Ich möchte bitte lösen. Eisenbahn für 200, bitte. Ich hab's doch schon wieder geahnt. So, hier brauchen wir irgendwas zum Langlaufen, oder? Ja, die Reparaturautomatik. Vor allen Dingen, wir müssten mal diese Filter setzen eigentlich, ne? Die Filter, die... Wie heißt es? Das Wasser reinigen, dass das nicht so viel kaputt macht. So, dann brauchen wir... 200er Eisenbarren. Ich suche mal eben das Eisen zusammen. Wir brauchen eine zweite Waage oder so. Und Clotium 10. Von dem wir uns immer noch nicht geeinigt haben, wie wir das wirklich nennen sollen. Kloerz. Ich weiß es nicht, Leute. Sagt's mir. Ich habe immer noch Leute im Freundeskreis, das jetzt aber wirklich als letzte Anmerkung zu dem Thema Trooper, die immer noch denken, der arme Mann. Ich wollte jetzt mal dieses Video sollte jeder gesehen haben, Video von Ofi mal zeigen. Ich glaube, das sollte dann alles erledigen eigentlich. 150, 200 brauchen wir. 120. Und 212, die beiden. Und Clotiumbarren. Da haben wir, glaube ich, aber schon irgendwas hier drauf. Ging die auch so, ne? Ja, das geht aber den meisten so. Erst Mitleid und dann
Hey, da jetzt Sattler. So, da haben wir 11. So. Und dann noch den Bahne. Was würde passieren, wenn man Lava fährt? Ich kann dir mal zeigen, was passiert, wenn man da reinläuft, weil es warten ja eh schon alle drauf, dass ich immer einmal die Lava laufe. Dann kann ich das auch mal machen, dann habt ihr ja euren Spaß. So, pass auf. Mit welchem Chat hast du gesprochen? Irgendeiner lokalisiert sich bei mir nicht. Mit YouTube. Der, wo ich erst dachte, der lokalisiert sich gerade nicht. Gut. Bestanden. Würde ich sagen, machen wir mal den Ticketladen, gucken uns das mal an und dann lassen wir die Anlage laufen. Dann aber wirklich. Wobei, wenn wir jetzt dann wissen, was dein Ticket kosten wird, dann werden wir, glaube ich, erst ein Ticket kaufen und zur Insel fahren, oder? Ich kenne uns doch. So. Jo. Wie gesagt, schaut euch gerne mal, wo wir gerade hier rumfahren, schaut euch gerne mal die fantastischen Angebote an, die ich hier im Twitch-Info-Panel verlinkt habe. Ich meine das wirklich ernst. Ich meine, ich habe jetzt nochmal, ich gucke da immer wieder mal drauf. Da gab es zum Beispiel jetzt bei einem Spiel, das war so ein Nachtrelease, und haben dann Leute in den Kommentaren drunter geschrieben, kriegen wir auch Pünktchen Key und so. Natürlich kriegen die Pünktchen Key, ne? Aber alleine schon, wie schnell die geantwortet haben. In der Regel, wenn da auch Fragen drunter stehen oder auch Mail-Support, unter einer Stunde. Jetzt frage ich euch mal, wo gibt es das heutzutage noch? So ein Support. Und ja, ne, ihr denkt, ja, brauche ich ja nicht. Ich kaufe ja nur einen Game-Key. Aber dann. Aber dann. Wir, es geht mal was nicht. Oh, und dann nicht zum Release-Spiel. Und dann antwortet keiner. Und dann hast du, dann, ja, dann, ja. So. Na, mal den. Ja. Und den. Und da bin ich mal gespannt, was so ein Ticket kostet. In unserem Test habe ich das ja im Kreativmodus gemacht. Da müssen wir mal gucken. Ja, und schön, dass ihr auch da seid, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt. Wir spielen das ja schon länger auf meinem Kanal und es ist für mich immer noch so ein kleiner Goldschatz, weil es einfach diesen eigenen Stil hat, dass man die Sachen alle in die Hand nehmen muss. 200 Tickets. Und dafür können wir dann nur einmal fahren, oder wie? Erst die Arbeit, das Vergnügen. Wie immer in meinem Leben. Wir machen jetzt erstmal eine weitere Stanze. Und dann fahren wir rüber und gucken dann, dass wir... Wir brauchen ja sowieso noch ein paar Hydro-Coins, ne? Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Wenn wir auf die Insel fahren, sollten wir halt Geld mitnehmen, damit wir auch direkt was kaufen können. Sonst fahren wir einfach rüber und fahren wieder zurück. So. Die. Nee, die Insel ist, glaube ich, die einzige Stelle, die wirklich grün ist. Das wäre wahrscheinlich die einzige Stelle, wo es keine Pinguine gibt. So. Okay, Vernunft siegt natürlich. Also, schmeißen wir den Laden nochmal an. Ist da was kaputt? Ja. Was ist denn jetzt los? Ist alles kaputt? Ach Gott. Haben wir das jetzt laufen lassen oder was? Bin ich verwirrt? Achso, die Förderbänder laufen nicht. Das ist der Grund. Das heißt, es kommen jetzt gleich hier tonnenweise Brocken angeflogen. Ja, wir brauchen die Luftreiniger, ne?
Die Wasserreiniger. Würde ich mal so sagen. Dann kann die jetzt mal so ein bisschen vor sich hinlaufen. So, wir gucken mal. Wir brauchen also hierfür brauchen wir 800, 500 Eisen und 100 Clotium-Erz. Dann lass uns mal erstmal gucken, wie viel haben wir denn insgesamt. Handtücher? Ich habe schon ein paar bereitgelegt, ne? Da, wo wir dann hinwollen, da habe ich die schon mal hingelegt. So wie ich das gehört. Vielleicht haben wir ja schon genug für so ein Ding. Einfach mal gucken. Hoch. Herp. Bis jetzt haben sich für die neue Saison schon 12 Fahrer angemeldet, unserer Gaming-Community. Das ist natürlich krass. Gucken, wie viele am Ende ins Ziel kommen. Und damit meine ich das Saisonende-Ziel. Hast du ja, ne? Hast du ja mal. So, wie viel haben wir denn? 50. Wie bitte? Wir brauchen 100. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Ja, Leute, dann wisst ihr ja, was wir erstmal zu tun haben. Jede Menge noch Arbeit, ne? Schaufeln, ne? Wir müssten gegebenenfalls mal die, wir müssten gegebenenfalls mal die hier den Schneeschmelzer weiter nach unten packen. Weil es scheint mir immer so zu sein, als wenn einen kleinen Tick zu wenig Schnee immer da wäre, weil ganz kurz immer die Bänder stehen bleiben. Wisst ihr, wie ich meine? Da müssen wir vielleicht mal nachgucken. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Da würde ich wirklich vorschlagen, ne? Was ist denn hier schon wieder? Dass wir mal die Filter einbauen, oder? Das ist, glaube ich, jetzt der nächste logische Schritt. Da würde ich sagen, gehen die Lavageräte auch kaputt? Ja, genau. Das meine ich gerade, ne? Dass wir die auch mal einbauen. Paulchen Panther. Jetzt habe ich schon wieder den Kontext nicht mitgekriegt. Ich muss mich auch ab und zu auf das Spiel konzentrieren. Ja, wir könnten mal so einen richtig schönen Goldring bauen, ne? Wir haben so viel Gold. Dass wir erstmal so ein bisschen das gröbste Finanzproblem gelöst haben. Wäre so meine Idee. Ich überlege gerade, wo wir dann die, wo wir die Filter hinmachen. Weil die müssen ja auch dann, also das sind ja dann die Teile, die repariert werden, sobald wir dann mehr davon haben. Ich würde fast sagen, wir ziehen das Ganze hier runter, gehen mit der Treppe drüber. Das macht, glaube ich, Sinn, ne? Dass wir es so umbauen. Also das heißt, wir ziehen hier die ganzen Leitungen nach unten. Auf der Höhe hier. Und dann machen wir hier so eine, dass man hier so drüber laufen kann. Glaube ich, die beste Lösung. Ich will das irgendwie hinkriegen. Und dann
Ja, und dann müssen wir zügig hier sehen, dass wir genug Cloud-Erz bekommen. Kann mir aber nicht vorstellen, haben wir nicht noch mehr irgendwo? Das kommt mir so wenig vor. Aber, ne, stimmt, ne? Also Cloud-Erz ist ja immer mit das Schwerste. Und jetzt sind wir ja gerade erst, wir fangen ja gerade erst an, auf der tiefsten hier möglichen Ebene zu bauen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja die ganze Zeit schon, während die Anlage so lief, haben wir ja nicht optimal gebaut. Ne? Das müssen wir auch sagen. So, das heißt, wir müssten dann hier irgendwie lang. Haben wir denn noch irgendwo? Ich dachte, ich hätte so viele Rohre. Ach, da oben. Das ist blöd. Wir brauchen 5, ne? 1, 2, 3. Gefallen ist anders. Es ist halt in der Erde drin. Das ist einfach nur hässlich. Eins, zwei, drei, vier. Es war so klar, oder? Eins, zwei, drei, vier. Es gibt's doch gar nicht. Blöd, blöd, blöd. Können natürlich alle Maschinen eins nach hinten setzen, ne? Oder wir machen das hier oben irgendwo hin. Das wird ja nicht mehr dreckig, ne? Das muss ja nur einmal sauber sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ginge auch. Da müsste man nur irgendwie so einen Zugang da drunter legen. Dass wir irgendwie, dass wir das jetzt irgendwie mit abdecken. Das müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Da legen wir hier so Platten drunter. Und dann kann man hier drüber gehen, drunter gehen. Und hier legen wir die Reparaturdinger dran. Und also die Filter dran. Die lohnen jetzt noch, natürlich noch nicht bei zwei Maschinen. Aber ne, perspektivisch. Genau, wir brauchen Cloud-Erz. Und wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ich würde sagen, wir machen... Ist aber aus dem Blauen haben wir nichts gemacht, ne? Ist der angeschlossen? Kann ich das irgendwie optimieren? Ich kann eigentlich alle reinschmeißen, oder? Spricht doch nichts gegen. Teilen können wir sie ja wieder. Gut, das, vielleicht gibt es Aspekte, die doch dagegen sprechen, das so zu machen. Ich. Hört ihr mal? Könnt ihr mal? Es geht nur für eine, ne? Wir experimentieren ja noch. Wir sind ja experimentierfreudig. Das ist aber auch nicht gut. Der ist nicht Alpha. Ah, die grünen. Wir machen mal so richtig schönen grünen Dings. Ring. Gerät.
Wenn wir dann für irgendwas noch Gold brauchen, dann haben wir natürlich auch gelitten, ne? Dann war es das. Sieht aber schön aus. Ja, so ein kleiner Diamantspringbrunnen. Schmelze 1000 Eis, okay. So, das Ding sollte einiges wert sein. Und ich glaube, es gibt in der Stadt einen Händler, der Gold mit Dings nimmt. Da müssten wir mal gucken. Oh, das wird so lange dauern, Leute. Ich würde aber jetzt nicht riskieren, die Anlage weiterlaufen zu lassen, ehrlich gesagt. Müssen wir doch erst zur Insel fahren. Wir müssen auch gucken, wie viel Geld wir jetzt hier rauskriegen. Wie viele Grundstücke wir testen können, ne? Das müssen wir auch rausfinden. Weil von euch ja auch keiner weiß, welche Grundstücke wirklich Tier 3 haben. Das müssen wir jetzt auch noch rausfinden. Also, gehen wir mal verkaufen. Und der Lavaverbrauch scheint wirklich weniger geworden zu sein, ne? Ich trinke mal gerade einen Schluck. Können die Metalle im Schmelztiegel eigentlich verbrennen, wenn die zu lange auf dem Brenner stehen? Nee. In der Realität wäre es ja so irgendwie, ne? Also verbrennen nicht, aber, ne? Ist der Garda-Kaffeetasse? Nee, aus der Nitrado-Tasse. Wenn ihr einen supergeilen Game-Server haben wollt, Link zu unserem fantastischen Partner Nitrado. Jetzt noch ganz schnell zugreifen, wenn ihr mich unterstützen wollt, in dem Infopanel in der Videobeschreibung. Dankeschön. Schmuck war da hinten. Oder? Au. Nee, das war wohl... Kauft er das denn auch? Ja, da ist, da haben wir jetzt ein bisschen Geld. Dann fahren wir jetzt mal zur Insel, ja? Gucken wir mal, was da so gibt. Schmeckt, sagt er genau. So. Ich glaube, wir haben auch alles dabei, ne? Wir haben die Münzen dabei. Huch. Wir haben die Münzen dabei. Wir haben Geduld dabei. Aber wenn jetzt jede Überfahrt so viel kostet, ne? Dann ist es aber ein Ausflug, den wir nicht ganz oft so oft machen, Kinder, ja? So, aber hier, da muss der Onkel hier ein bisschen sparen. Jo. Dann hier einmal entlang. Wo war's? Hier. Boah, ich bin so gespannt. Guten Tag. Hey there. So, na gucken wir mal. Hier brauchen wir weg. Wie fahren wir jetzt noch? 1600. Da können wir auch direkt jetzt unterwegs mal nochmal nach ein paar Dinosaurierknochen gucken. Ne? Wir haben ja jetzt gesehen, dass die sich möglicherweise lohnen. Naja, bin ich mal gespannt, ob wir noch welche finden. So, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gekommen.
Und falls ich wundere, was das immer für eine Kuppel ist, die soll ja die Lava weghalten, ne? Also nicht, dass wir da wir das auch mal geklärt haben. Dahin ist ein Dino-Knochen. Die sammle ich jetzt alle ein, weil ich jetzt weiß, wie viel Geld es dafür gibt. Ich bin halt Influencer, ne? Wenn es Geld gibt, mache ich dafür alles. Oder auch nicht. Boah, es klingt ja wie wenn der Hund aus dem Napf trinkt. Ja, können Sie auch mal wieder die Zehennägel schneiden? Oh Mann. So, da hinten war noch einer, ne? Irgendwo hat da nicht noch was geschimmert? Da. Ja, ich glaube, dass 2 von 8. Hui, ja, planschen. Mitten im Schnee, Eis, Wasser. Er ist bestimmt so kalt. So. Ponk. Dann schauen wir mal. Hallo, Colin. Die Frage ist, sollen wir mal hier auch nochmal ein bisschen Offroad gucken, ob wir da Knochen finden? Weil das lohnt sich ja wirklich, ne? 3000? Hallo, wie viel Bohrer wir dafür kaufen könnten, wenn wir den wollten. Wenn wir den wüssten, ob wir es nicht noch für was anderes brauchen. Das ist meine viel größere Sorge, dass wir die dann auch für was anderes brauchen. Also die Token. Und dann haben wir die alle ausgegeben für Sachen, die wir eigentlich selber herstellen können, ne? Man weiß das halt nie. Hier liegt noch ein Buff rum. Das Buff-System müssen wir uns auch mal angucken dann. Das ist auch nochmal so eine kleine Stadt. Darf ich mal ihr Händchen halten? So, was gibt's da denn? Das, waren wir da schon? DJ Grilli 81, resubscribed für 68 Monate. Acht. Okay. Wo kommt das jetzt her? Gadarultiger Hype, Gadarultiger Herz. 68 Monate. Iglu bauen. Hier, da ist das, ne? Der kostet 99.999 für diesen Token, die wir da mit Dinosaurierknochen sammeln wollen. Und wir können Iglus bauen für das. Wir müssen ein Iglu bauen. Wir müssen ein Iglu bauen. Das geht gar nicht anders. Aber leider kann man hier keine Pinguine kaufen, Alice. Das tut mir sehr leid. Krilli, 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 was machen wir mit dir nur? So. Ist doch genau gesehen. Ja, okay. Da hat wohl jemand sein Rückgrat verloren. Ja, verstehst du? Nee. Es war echt eine anstrengende Woche. Es war eine sehr, sehr anstrengende Woche. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Deswegen machen wir es ein bisschen entspannt hier in den Winterurlaub. Zum Arbeiten. Das Zuhause für Pinguine? Ist ein Iglu? Der ist doch für die Inuit, oder nicht?
Ich glaube, das andere Wort darf man ja nicht mehr sagen. Ich komme da ja mittlerweile so ein bisschen durcheinander. So. Sehe ich fast gar nichts mehr. Der Nebel ist aber mehr geworden seit dem letzten Mal, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Also ja, Chiptunes. Jetzt bin ich gespannt. Zip, rauf auf Schiff. Ticket einwerfen. Jetzt ist es weg. Tschüss. Bis bald. Oh, ist das aufregend. Ich will auch was sehen. Hallo, nein, hallo, Spiel, nicht. Das ist aber ein schnelles Schiff. Hui! Ein Schnellboot. Was haben wir denn hier? Guten Tag. Und Wunschbrunnen? Oh oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ist das ein Racetrack? Das sieht so aus, ne? Ach, du dicke Männer, ihre Schwester, sein Bruder. Was ist hier denn los? Vehicles. Ja, das sehe ich wohl. Verwendet, um Objekte auf der Welt zu bewegen. Wird auf dem... aus dem Lavatank aufgefüllt. Ja, das wäre jetzt, na, das gleiche nochmal in vielleicht ein bisschen größer oder schneller oder breiter, keine Ahnung. Es sieht schon sehr witzig aus, oder? Was haben wir hier? Lavaroller. Langsam fahrendes Nutzfahrzeug zum Glätten des Bodens. Ach du Scheiße. Das ultimative Transportfahrzeug kann schwere Gegenstände heben und normale Gegenstände lagern. 4200 Taler. Nicht Hydrocoins. Alter. Ich meine, ja, sag mal so ganz im Ernst, ne? Wenn wir jetzt mal so mal kurz hier so ein bisschen Längenvergleich machen. Schon süß, ne? Wow. Was war das? Was ist das denn? Lavaschmelze. Nutzfahrzeug zum Tunneln von Löchern mit seitlich montierten Lavakanonen. Kann mit Boostern ausgerüstet werden, um auf tieferen Ebenen zu graben. Kostet auch diese anderen Taler. Boah, wir müssen echt jetzt so viele Missionen machen. Können wir hiermit... Tunnelbohrmaschinen, Minecraft, der Klassiker von Garderol, Tunnelbohren. Sieht aus wie ein Panzer, ja, irgendwie schon, ne? Ist auf jeden Fall ziemlich riesig. Cool. Na, wissen wir jetzt, für was wir arbeiten. Keine Ahnung, was das da oben ist.
Das ist nur ein Renntrack oder was? Tunnelbohrung von der Insel wieder runterzukommen. Ja, da müssen wir natürlich den Ladeschirmtunnel auch mit aufbohren, ne? Das wird ein bisschen schwierig. Mailand, schönen guten Abend. Willkommen auf Galdero Plus. Danke für deine Unterstützung. Was haben wir denn hier? Ich habe die ersten Folgen Gold Rush geschaut und gemerkt, wie lange das LP schon her ist. Das ist wirklich schon lange her, ne? Jetzt ist ja langsam mal Zeit für eine Jubiläumsstaffel. Ja, das ist ja toll, was ich hier gerade geschafft habe. Ja, dann würden wir da hinten wieder runterkommen, oder wie? Okay, also wir haben hier den Fahrzeughändler und wir haben einen Racing Track. Okay, können uns aber leider keine Fahrzeuge noch nicht kaufen. Das heißt, wir müssen ein paar Drachenknochen finden. Tschüss, war schön. Okay, dann wissen wir jetzt, für was wir arbeiten. Als Retter des Genitivs in Sachen Sprache durcheinander kommen. Na, wenn du so eine Woche hinter dir hast, wo du nur gelabert hast und die ganze Zeit geredet und so viele andere Sachen noch auf dem Schirm. Manchmal kommt dann bei der Sprache auch nur noch Würfel raus. Es gibt einen neuen DLC für Gold Rush? Echt jetzt? Oder meinst du nur eine neue Season? Kann man auch mit zwei Fahrzeugen auf das Schiff oder muss man dann immer das alte Fahrzeug stehen lassen? Ich denke, du kannst da zwei drauf parken. Würde ich jetzt mal so annehmen. Und der Schalter ist rot, ne? Sieht so aus, als würde man da wieder ein Ticket brauchen. I don't know, ich weiß es nicht. Kommt mir auch ein bisschen, käme mir auch ein bisschen komisch vor, aber... Nein, Gold Rush hat keinen DLC, sondern ein neues Entwickler. Was? Hä, wieso? Das ist eines der erfolgreichsten Simulator-Spiele der letzten 10 Jahre. Und wieso tauschen die dann in das Entwicklerteam aus? Gibt es da Theater mit Frozen District oder was? Ist das wieder so ein Publisher-Ding? DLC kommt erst noch. Okay, worum geht's denn da? Da hast du mich mal wieder gut umschifft mit der Sprache und Regenbogen und bla. Hä? Beziehungsweise im ersten halben Jahr kommt DLC 2 und es kommt im anderen Hälfte DLC 3. Ja, dann... Ey, das müsste man sich ja dann vielleicht mal aufschreiben. Okay, steht in Steam News. Okay. Etix Gaming, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Ja, müssen wir von hier noch was mitnehmen? Ich glaube gerade erstmal nicht. Oder Förderbänder vielleicht. Ja, es ist die Frage, wie finden wir raus, ob die Claims hier Tier 3 Tiers sind?
Okay, dieses Achievement halte ich für nicht angemessen. Die kosten alle 5000, Lord Sexer. Den Gedanken hatte ich auch schon, aber mit der Schweizer Herangehensweise kommen wir auch nicht weiter. So, wir gucken mal, was es hier noch gibt. Da war man nämlich noch nicht. Ob es hier auch noch vielleicht ein paar Knochen gibt, ne? Au. Gold Mining Simulator? Die haben das... Ah, okay. Dann ist es wahrscheinlich ein Lizenzproblem mit Discovery. Das könnte ich mir vorstellen dann. Ist die Lizenz ausgelaufen. Weil Gold Rush ist eine eingetragene Marke von der Serie. Thunder Bluff! Kostet auch 5000. Aber so vom Empfinden her ist das der größte, ne? Was darfst du sagen, Gendern, Regenbogen, Gleichformung und dergleichen? Ich bleibe da eher meiner Muttersprache treu, nehme aber auch zur Not Eingedeutschtes zur Hilfe. Okay. Keine Dino-Knochen. Aber das scheint mir der größte Claim zu sein. Aber es nützt nichts, ne? Wir brauchen jetzt erstmal irgendwie mehr Bohrer und so. Ich glaube, da kommen wir am ehesten voran. Da waren Dino-Knochen. Wir müssen in Setela reinfahren. Auf der freien Map liegen die rum. Pass auf, dann suchen wir da noch ein paar und dann kaufen wir uns ein paar Bohrer davon. Oder sollen wir die abarbeiten? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß ja nicht, ob wir die Taler, die waren wir noch ohne Ende. Wo kriegen wir die denn dann? Nur für Missionen? Das ist ja Wahnsinn. Ich will nur mal gucken, ob es hier noch was zu finden gibt. Was ist das denn? Hä? Ah, wir können Öl... Was ist das denn? Anforderungen. 800 Hearthstone-Blocks, 1200 Eisenerz. Und dann haben wir hier eine. Was sind das dann? Also was machen wir denn dann damit? Das würde ich ja gerne rausfinden. Aber nicht jetzt. So, mal eben gucken. Finden wir hier noch was? Wir kommen irgendwie nicht weiter, ne? Eigentlich müsste jetzt die Anlage laufen. Laufen, 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 laufen. Und wir müssten schaufeln, 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 schaufeln. Was kommt dir irgendwann so dieser Kipppunkt, ne? Dann hast du irgendwie. Dann hast du schon so ein paar Ernter, ja? Oder ein paar Mining Devices. Und dann ab dem dritten, ab dem vierten, dann wird es irgendwann immer schneller. Vom Rumfahren wird hier gar nichts schneller. Das will ich gerade sagen. Aber es ist ja auch interessant, ne? Mal so ein bisschen so angucken, was gibt's hier alles. So. Wir haben doch eben von oben was leuchten sehen. Das war doch auch ein Dino-Knochen, oder nicht? Was ist denn das für ein Labyrinth hier eigentlich? Ich will das jetzt wissen. Hier ist nichts. Das ist ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht irgendwie so, weißt du, so kleine Knickknacks machen können zum Sammeln. Oder irgendwas.
Hier waren wir noch nicht. Ich hänge gerade noch an diesem Kommentar bezüglich der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist ja ständig im Wandel. Ständig. Ne? Die ändert sich, seit es sie gibt. Die Frage ist, wenn man so einen Satz sagt wie, ich bleibe dann bei der guten alten Rechtschreibung oder irgendwas, wann ist denn dieser gute Punkt? Wer hat dann zu entscheiden, ob das im Jahr 1970 war, 84 oder 2002 und auf welcher Basis dann exakt wird das entschieden? Dass die Sprache sich dann nicht mehr verändern darf, wie gesagt, was sie schon ewig tut. Es wäre dann unter dem Aspekt, wenn man das so bewerten möchte, dann eine sehr interessante Frage, auf deren Beantwortung ich dann sehr, sehr, sehr gespannt wäre. Weil sonst könnten wir auch wieder, weiß ich nicht, sprechen wie im Kaiserreich oder so, ich weiß es nicht. Ne? Weil das ist ja auch deutsche Sprache gewesen. Die durfte sich aber dann offensichtlich verändern. Und deswegen, also ich, keine Ahnung. Das ist nur so jetzt so meine 2 Cent. So. Gut. Irgendwann wird es dann eben mit DT am Ende geben. Ja, genau, zum Beispiel. Oder Wörter, die mit Nä enden. Zum Beispiel Bahnne. Um was geht's in diesem Spiel? Eigentlich darum, dass wir Bergbau machen. Wir fördern Güter wie Eisen und Gold aus der Erde, Diamanten, bauen Schwerter und Ringe und verkaufen in der Stadt und kriegen dafür bessere oder größere Anlagen, die wir uns dann weiterbauen können. Aber der verwirrte Mann, der fährt hier im Moment so ein bisschen rum und sucht Dinosaurierknochen. Das ist nämlich ein neuer Inhalt hier, neuer DLC, und da gibt es Dinosaurierknochen, die können wir eintauschen. Hier liegt auch ein Buff rum. Und dafür Taler bekommen. Für diese Taler kriegen wir was, was ich gerade mal einfach mal testweise kaufen möchte gegen Taler. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob wir ja ein paar Knochen finden. Und die sammeln wir eben ein, dann kaufen wir die neue Maschine und dann bauen wir mal weiter. Und dann siehst du auch, was das Spiel eigentlich ist. Da steht ein Baum. So. Sieht aber komisch aus hier. Nupsi. Oh Mann. Dann können wir auch Latein verwenden. Das wurde auch mal im deutschen Gebiet gesprochen. Dann mit der Argumentation können wir auch irgendwann wieder Huga Huga sagen oder so, ne? Und uns mit Keulen die Köpfe eindreschen. Aber dafür haben wir jetzt Ex, ne? Das ist der Ersatz dafür. Die Rückentwicklung da und auf TikTok, die findet ja schon statt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, würde ich sagen, wir geben mal eben die Knochen ab und dann gucken wir mal, ob das gereicht hat. Meinungsverstärker. Ja, und das ist ja die Gefahr, ne? Es haben ja so viele Leute keine Medienkompetenz. Da wird irgendwie gesagt, boah, die Regierung macht uns, gibt jetzt Gesetze zu und so. Und dabei stimmt das überhaupt nicht. Und das ist dann wieder Blödsinn, wenn Leute ihre Bildung aus TikTok und X nehmen, ne? Das ist halt so. Da machst du nix. Deswegen ist es halt wichtig, dass, also ich fände, wir hatten ja neulich mal darüber gesprochen, was fände ich denn ein wichtiges Schulfach, und wie gesagt, Medienkompetenz sehe ich da ganz vorne. Dass man wirklich sich wirklich genau analysiert, wieso steht da jetzt ein ehemaliger Bücherverkäufer oder ein ehemaliger irgendwas, der mir immer noch Bücher verkaufen will,
und erzählt mir Lügen. Warum tut er das? Was ist sein Grund dafür, das zu tun? Ne? Dass man das durchblickt und dass man dann auch solche Leute, die mit ihrem Charme dann halt die Leute verarschen und den Finger wickeln, dass man das versteht, woher das kommt und nicht auf diese Leute reinfällt, die mit Sicherheit nicht dein Bestes wollen. Zwei fehlen noch, okay. Wir gucken mal wegen Werkzeug jetzt. Ich finde es auch sehr schade, dass Influencer sich immer nie trauen, solche Sachen anzusprechen, weil sie Angst haben, ne, von der einen oder anderen Seite irgendwas auf den Deckel zu kriegen. Aber Schweigen hat noch nie was besser gemacht. Ne? Das haben wir jetzt auch gesehen, als ich ein Spiel gespielt habe, wo, also in welchem dann irgendwo doch Dinge mit Alkohol vorkamen. Und wer mich kennt, weiß, Alkohol gehört eigentlich verboten, sage ich mal ganz knallhart. Ne? Wenn man die Auswirkungen sich anguckt, wird aber eh nichts nutzen. Deswegen sollte man zumindest einen vernünftigen Umgang damit lernen, den wir auch nicht lernen. Wenn selbst Politiker nicht so doof sind, sich so darzustellen. Und trotzdem habe ich ein Spiel mit alkoholischem Inhalt gespielt und das gleichzeitig aber zur Aufklärung genutzt. Und, wenn ich meinen E-Mails Glauben schenken darf, auch einem, mindestens einem Menschen da sehr geholfen, ins Gewissen geredet, der jetzt den Weg gefunden hat daraus. Und wenn es nur deswegen war, hat es schon was genützt. Hätte ich geschwiegen, wäre das nicht passiert. So, kostet 430 Taler. Die bessere Schaufel kostet 600. Ey, was ist denn eigentlich los hier? Die nehmen es ja von den Lebenden. Gut, aber die Sachen brauchen wir nicht, ne? Einlassbooster, ja, die... Ja, die können wir auch kaufen. Aber die können wir halt nicht kaufen. Und gerade nach dem Philosophischen kommt Mahatma Gandhi vorbei. Einen wunderschönen guten Abend. Sollen wir es auf den Kopf hauen, Leute? 1600. Ein weiterer Ernter und eine große Schaufel. Komm, machen wir. Man lebt nur einmal. Schaufel. Ich sehe das Problem. Wir kommen auch so nicht weiter. Wir müssen zum Schicksalsberg und schmieden. Es nützt nichts, Leute. Da haben wir jetzt eine große Schaufel. Das ist schon mal was wert. So. Hallo? Jetzt haben wir noch 500. Brauchen wir denn die Hake Tier 2? Ne, die brauchen wir eigentlich nur. Die macht ja auch nicht mehr, ne? Die Schaufel macht mehr. Die anderen Sachen gehen, sind nur dazu da, dass wenn wir dann auf Tier 2-Ebene kommen, dass wir dann tiefer graben können. Und es deutet sich auch schon an, dass das nicht der letzte Stream sein wird von diesem Spiel. Also, da ist noch so viel zu tun. Meinungsverstärker. Ich sehe den Dienstag kommen, ja, den sehe ich auch kommen. Die Zwerge machen laut Brüben. Hätte ich jetzt auch eine politisch inkorrekte Frage zu, aber das lassen wir mal. So, erstmal den. Gucken wir mal dahin.
Dann haben wir schon mal unsere Ausbeute jetzt, ne? Und das ist wieder die klassische alte Garderol-Rechnung. 33% mehr Leistung haben wir jetzt, ne? So, dann packen wir die Schaufel mal ganz weit weg. Und dann kommt das weg und dann brauchen wir einen. Haben wir überhaupt noch einen Verteiler? Oh nein. Jetzt haben wir alles nur keinen Verteiler mehr. Noch einen haben wir noch. Leute, schreibt auf, Verteiler kaufen fürs nächste Mal. So. Dann. Jetzt können wir mit der großen Schaufel nämlich mal direkt hier die Anlage betreiben und gucken, ob die große Schaufel wirklich immer noch mehr schaufelt als die alte. Schaufel. Als die alte Schaufel, Leute. Sehen wir so nicht, ne? Wo sehen wir es denn? Bei den Eimern würden wir es sehen. Eimer? Da. Haben wir einmal einen Eimer? Da. Eins. Okay, die Schaufel macht nur noch tiefere Ebene. Klasse. Das heißt ja voll gelohnt. Ich komme mir gerade. Glaube ich echt an Scam hier, ne? Ich komme mir gerade voll betrogen vor. So, wir machen mal an. Und dann lassen wir mal laufen. Auf den guten Teppich. So. Dann läuft das hier alles. Dann können wir jetzt ein bisschen mithelfen, ne? Was anderes können wir eh nicht machen gerade. Wir müssen das jetzt eben ein bisschen beschleunigen. Das heißt, wir helfen mit. Jetzt machen wir mal ein bisschen Schaufel-Action. In der Zeit antworte ich auf eure Kommentare oder Schnellfragerunde, wie immer ihr das nennen wollt. Oder keine Ahnung, irgendwas, über was ihr quatschen wollt. Und dann machen wir das mal eben hier, während wir hier zugange sind. Bei dem Wetter braucht man eine Abkühlung in Gardas Eismine. Weißt du eigentlich, wie das ist unter dem Eis? Das finde ich sehr faszinierend, das war mir auch nicht so klar, aber wenn man sich das dann physikalisch erklärt, dann gibt das schon Sinn, ne? Wenn du direkt unter der Schneedecke liegst und draußen ist es minus 40 Grad, dann fährst du unter der Schneedecke liegend besser, ne? Das ist so. Das sind eigentlich so komplett logische Dinge, von denen man sich aber dann meistens irgendwie so nicht viel Gedanken drüber macht, ne? Alice, nicht anfeuern, dann schmilzt doch hier alles! Solange wir da oben dieses Klapper noch hören, läuft ja noch alles. Was würdet ihr denn sagen, was müssen wir jetzt als nächstes generell umbauen? Wollen wir da oben mal die Diamanten aufteilen? Wollen wir uns einen neuen Claim suchen? Weil wir bauen ja jetzt gerade hier unten weiter aus. Der nächste Schritt ist ja jetzt, dass wir dann versuchen, an die Tier 3 Sachen ranzukommen, ne? Ein Abluftloch? Oh. Nee. Ja, ich glaube also durch die MPU würde ich dann durchfallen. Eiswürfel. Weil im Schnee auch viel Luft eingeschlossen ist und somit eine gute Isolation bietet. Ja, genau. So. Wir brauchen in der Tat mehr Bohrer, ja. Ja, das Ding ist, ne, wenn wir die jetzt holen, also wenn wir mehr Bohrer holen,
Dann lohnen sich ja irgendwann die Filter, also für die Werkzeuge, ne? Ich weiß nicht, ab dem wievielten Bohrer sich das wirklich rechnet. Also, da müsste man ja wirklich wissen, wie die Verschleißraten im Spiel einprogrammiert sind. Und die Bohrer würden wir ja auf einen anderen Claim ja auch wieder mitnehmen, ne? Von daher gesehen. Ich mache ja hier gerade Eiswürfel mit der Schaufel, Alice, ne? Aber wenn du den Eiswürfel in dein Glas tust, dann könnte es sein, dass du so in eine Dehydrierung reinläufst auf lange Sicht, ne? Es bleibt nicht mehr viel. Oder du musst ihn schmelzen lassen. Oder deine Zunge bleibt am Glas kleben. So, habt ihr eigentlich heute alle hier auf Plus die Benachrichtigung bekommen zu einem neuen Sherlock Garderoll? Habe ich wieder mal in so einem fantastischen exklusiven Format ein bisschen rumgeraten. Kamen wieder neue Bilder. Danke dafür. Und das kam ja bei euch wirklich sehr, sehr, sehr gut an, habe ich jetzt gesehen. Guckt da, die Metriken habe ich jetzt. Beim letzten Mal habe ich nicht so drauf geachtet, aber da wir eh gerade drüber gesprochen hatten. Gibt's für die Lava auch Filter? Ja, genau. Das heißt, also im Prinzip, die meisten Sachen sind für die Lava ähnlich wie mit Wasser, nur halt, ne, die Förderbänder sind weiter mit Wasser, dass du halt extra die Lava bauen musst und so. Also hier mal im Tutorial-Video ja schon gezeigt. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, ich will nicht immer die Sachen, die in dem Video dann auch sind, dann nochmal wiederholen. Da kommt immer so ein, ich komme mir da immer so komisch vor. Ach! Schmelzen müssten wir eigentlich noch kaufen, ne? Das wäre eigentlich auch eine Investition, jetzt wo wir so viel Geld haben. Und ein Ford Ranger. So. Hä? Nee, so war das. Es war auch nicht gar nicht böse gemeint. Aber es ist dann irgendwann so, für die Zuschauer, wo ich das dann zum 20. Mal gesagt habe, ist es dann. Deswegen wollte ich die jetzt. Ich habe mich selbst quasi gerade daran erinnert, dass ich diese Zusammenfassung nicht zu lang machen sollte, sondern einfach nur die Frage beantworten. Weil der Rest halt im Video halt ist. Na, deswegen. Alles gut. So. Da haben wir den schon wieder aufgetankt. Eigentlich sollten wir die Filter ganz hier oben reinbauen, oder? Weil einmal gereinigt, hält die Lava ja ewig gereinigt, oder? Weil dann gehen die oben die Maschinen ja auch nicht kaputt dann. Das wäre jetzt gerade meine Überlegung. Dass wir diese 5 Filter hier oben vor die. Dass wir die hier irgendwo hinbauen. Müssen wir vielleicht ein bisschen umbauen? Das wäre jetzt so eine Option noch. Weil dann ist das mit abgeschlossen, ne? Mit eingeschlossen, meine ich. Die Förderbänder gehen ja nicht kaputt. Die Maschine hinten auch nicht. Das wird wahrscheinlich mehr Sinn geben. Das können wir mal ein bisschen schon mal planen hier. Und derzeit kann die Maschine ja weiterlaufen. Da müssten wir vielleicht das umlegen hier, ne? Da müssten wir hier irgendwie. Wie machen wir das denn am besten? Das Ventil direkt an die Ansaugung und dahinter die Filter. Aber es reicht ja nicht, ne? Nur 3.
Oder kann man auf den auch welche drauf tun? Nee, ne? Also müssten eh noch ein bisschen weiter. Können auch eher einfach ein bisschen weiter raus, ne? Ich will das Ventil jetzt auch nicht weiß Gott wo haben, aber das Ventil muss ja vor die Filter, sonst gehen die Filter ja mit kaputt. Also, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. Das war jetzt gerade ein bisschen umständlich erklärt. Wir sollten mal in die Stadt fahren und ein paar Bodenblöcke holen. Damit wir hier ein bisschen was bauen können. Das geht ja schnell. Da würde ich jetzt nämlich kein Holz nehmen über der Lava. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich dann in den Kommentaren Schimpfe kriegen würde. Geil, das ist ja voll unrealistisch. Die Eiswürfel. Gönnen die Filter nicht an die Pumpe oder was anderes? Warte mal, genau. Es gab zwei Filter, ne? Bin ich jetzt voll verwirrt? Warte mal, wir gucken das. Es gab einmal Filterpumpen, Filterpumpen-Dinger. Aber in den Rohren gab es die ja auch, ne? Oder beides? Warte mal. Ich meine folgende. Die Dinger hier. Befestigen an einem geraden oder T-förmigen Rohr, um Lava zu filtern. Erhöht die Qualität der Lava um 20. Diese Dinger meine ich. Und die kann man an das Ansaugrohr bauen? Und dann da vier. Ich bin gerade, jetzt bin ich gerade wirklich verwirrt. Irgendwas konnte man da auch dran bauen. Das weiß ich noch. Aber waren das die Dinger hier? Und machte das nicht eigentlich keinen Sinn, weil die dann nie aus waren und immer gelaufen sind und deswegen man das eben nicht gemacht hat? War das nicht irgendwie... Die bringen mich aber alle durcheinander heute. War das nicht so, dass sie sich multiplizieren, je mehr man hintereinander setzt? Aber warum gibt es dann vier Halterungen für die Dinger an dem Ansaugrohr? Ich bin jetzt gerade ernsthaft verwirrt. Schön, dass wir das Spiel jetzt nochmal gemeinsam neu erleben hier. So, jetzt kommt natürlich das Geld nicht mehr ran. Das war wieder sehr gut gerade wohl. Das hast du ganz toll gemacht. Niemand ist so doof wie du. Puh, dieser Typ, ey, der ist nicht so. Oder war das andere Filter? Ja, es gab ja noch so. Aber was haben die denn dann? Was haben die denn dann gemacht? Aber die Halterung dafür sind hier dran. Ah, die haben den Druck erhöht. Die einen haben das gesäubert und die anderen haben den Druck erhöht. War das so? Ich war... Nee, nicht als Ansaugrohr. Am Ansaugrohr ging nur die Druckverstärker. Ah, siehst du? Aber mehrere an ein Rohr, glaube ich, ging eben nicht, weil es sich dann nicht multipliziert, wenn dann auf 500 geht. Meine ich. So, kurze Ansage meinerseits. Wir haben, ihr merkt, ne, meine Stimme ist immer noch ein bisschen belastet vom ganzen Reden. Das heißt, heute würde ich ausnahmsweise gerne pünktlich Schluss machen, weil wir gleich noch nachgesessen auf Gardero Plus haben. Ihr kennt es vielleicht, unser kleines Talk-Format nach dem Stream, wo wir gemeinsam nochmal den Stream-Revue passieren lassen, Alice ausschimpfen, dass sie zu spät kam und Colin erklären, dass er nicht der Einzige im Chat ist und da die Streamzeit bis 20 Uhr eingetragen ist, würde ich die Zeit dann da gerne noch nutzen und ja, das nur mal schon mal kurz so für eure weitere Abendplanung, ne?
wenn das denn genehm ist. Bis 22, genau. Ja, ihr kennt das vielleicht, ne? Also es gibt wirklich so... Es war nur eine kurze Woche, aber in so einer kurzen Woche muss häufig alles nachgeholt werden, was in den fehlenden Tagen vorher. Es war ja kurzes Wochenende vorher, und also langes Wochenende vorher, kurze Woche vorher, zweite kurze Woche. Hasse manchmal, ne? Aber das hier würde ich gerne trotzdem noch fertig machen. Und das ist genau das Problem. Wahrscheinlich schaffen wir das nicht in der Zeit. Ist immer das Gleiche. Wo ist mein Hammer? Also der Bauhammer. Nehmen wir den. Hier werden wir ja später vielleicht noch die automatische Reparaturdinger dran bauen, ne? Deswegen plane ich das hier schon so ein bisschen großzügig, wie ihr seht. Fehlt jetzt echt ein gerades Stück. So. Ah, dieses Spiel, ganz ehrlich, mir macht das immer noch so viel Spaß, auch wenn es schon so alt ist, in Anführungszeichen. Weiß nicht. Ich weiß so gar nicht, wie das kommt, ne? Aber ein paar Indizien hatte ich ja immer schon mal erzählt. So. Dann, also das müssten die sein, ne? Die Reinigungsdinger. Das, ich glaube, die Dinger, die an die Pumpe kamen, das waren dann wirklich die Teile, die, die man dann auch schmieden musste, ne? Da müssen wir nochmal eine Schablone kaufen. Also ein paar Token. Ich würde dann vorschlagen, dass ich bis Dienstag nochmal so ein paar, einfach so ein paar Sachen baue, ja? Die in der Stadt gegen Hydro-Tokens verkaufe, weil ich glaube, das haben wir jetzt alle mal gesehen. Das ist nicht so spannend für einen Stream, oder? Was denkt ihr? Das wäre jetzt so mein Serviervorschlag, dass wenn wir nochmal einen Stream machen am Dienstag, dann direkt genug Tokens haben, um wenn wir mal ein paar Sachen zu kaufen. Ja, Gardorol, wir Sachen verschlunzen hier in der Sprache. Dass wir nochmal ein paar Sachen verkaufen können und neue Sachen kaufen können und überhaupt, das wäre so ein bisschen... Hast du im Stream schon die Map? Ach, das ist der dritte Stream, ne? Wir müssen in der dritten Folge die Map erkunden. Stimmt. Naja, wir haben ja eben die versucht, die Dino-Knochen zu finden, ne? Das war ja schon so ein bisschen so. Gut, jetzt sollten also die Maschinen deutlich langsamer kaputt gehen. Aber wir müssen wahrscheinlich hier irgendwann mal ein... Na gut, da unten ist noch einer. Ich wollte sagen, Druckblock einbauen, aber... Ja, und was wir noch umbauen müssen, ist hier das hier, ne? Wir müssen den hier tiefer legen. Was sagt denn die Uhr? Das können wir nochmal eben schnell eine Etage tiefer legen. Das kriegen wir noch hin. Pinguine. Ich weiß nicht, ob es hier Pinguine gibt. Von der Landschaft her müsste es die ergeben, ne? Ist so. Folgende Idee. Wenn wir hier überall... hier ein bisschen runtergehen. Das muss ja nur ein, zwei Ebenen runtergehen, ne? Das reicht ja schon.
Aber jetzt endlich mal die Anlage länger laufen lassen, ohne dass wir hier alle 2 Minuten was reparieren müssen. Das ist echt schon, das ist ein Riesenunterschied mit den Teilen, ne? Ich glaube, das ist da von den Sachen, die wir heute geschafft haben, der größte Erfolg, wenn du mich fragst. Würdest du bitte die Eisbären in Ruhe lassen, Alice? Das kriegst du mit mir persönlich zu tun. Achso, hier ist eine Kante. Das ist natürlich sehr ungut. Du hast Eisbären gegessen. Tja, Alice, das war's. Glaub mir, zu spät kommen war jetzt dein kleinstes Problem, Alice. Wieso geht denn das hier nicht? Hä? Hä? Wird's bei dir mal irgendwann wieder Factorio wiedergeben? Erstmal willkommen im Chat, schön, dass du mitschreibst. Ich habe immer wieder Spiele auf dem Schirm, wie Factorio oder ne, Factorio Fabrikentausch. Klar, aber es kommen in nächster Zeit Spiele ähnlich wie Factorio, die neu sind, wo ich mich jetzt schon rein verknallt habe, obwohl ich es noch gar nicht gespielt habe. Das heißt, so Fabrikenspiele kommen auf jeden Fall wieder. Gerne ein Follow da lassen, wenn du es nicht verpassen willst. Weiß ich aber nicht, ob das dann auf YouTube kommt oder hier, ne? Das kann ich noch nicht sagen. Wieso geht denn das nicht? Krilli, du willst doch wohl jetzt nicht nachdem du dieses Elend 65 Monate angeguckt hast, ist auch noch Mod werden hier, oder? Walfisch oder Delfine, ne? Wenn man Thunfisch hat, dann ist man doch auch mal unfreiwillig, ne? Ja, wieso geht denn das jetzt hier nicht? Wieso geht denn das nicht runter? Bin ich doof? Gut, die Frage kann ich mir selbst beantworten, aber wieso geht denn das hier gar nicht runter? Sowas wie Foundry. Bei Foundry glaube ich übrigens immer noch, liebe Leute, da muss ich mich nochmal entschuldigen bei euch. Ich glaube immer noch, dass ich da die Grafikeinstellung total verhunzt habe damals. Weil das Spiel sieht doch eigentlich so viel besser aus. Da bin ich immer noch irritiert. Es kommt mir echt so vor, als hätte ich das damals falsch gemacht. Ganz ehrlich. Wieso kann ich hier nicht runter? Warum geht das nicht? Aber nirgends, guck mal. Ist das gerade verbuggt oder? Mache ich irgendwas gerade? Na, ganz kurz ging's. Habt ihr gesehen? Ist es verbuggt oder? Seht ihr das hier? Hier geht's. Jetzt. Hä? Hä? Was ist das? Oh, warte mal, muss ich nur einfach. Okay. Okay. Ich weiß, was falsch war. Entschuldigung. Ich schäme mich. Hallo. Bin der Garda, müsst mich lieb haben. Ich hatte zu nah rangescrollt. Aber müssen wir hier noch runter? Wir müssen doch eigentlich nur. Aber das muss ja auch dann alles runter, ne? Okay, das wird noch ein längerer Fall. Dann lassen wir das für heute. Dann werde ich jetzt hier noch im Nachgesessen ein bisschen weiter mit euch basteln und quatschen.
Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Für die Unterstützer auf Plus geht es gleich noch weiter im Nachgesetzt. Wie gesagt, ich gucke mal, ob wir da vielleicht diese Ecke noch bauen. Und dann läuft die Anlage in der Zeit noch ein bisschen, produzieren noch ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Also Montag sehen wir uns auf Gardarul Plus zu Enshrouded. Dienstag sehen wir uns zu Hydronia. Donnerstag sehen wir uns auf Gardarul Plus zu Enshrouded. Und am Samstag sehen wir uns zu einem anderen Spiel hier auf Twitch, auf YouTube und auf Gardarul Plus. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich erwähne es noch einmal, die Links in der Videobeschreibung und im Infopanel mit Spielen bei unserem fantastischen Partner Games Planet. Checkt es gerne aus. Kann ich bestem Wissen und Gewissen empfehlen. Und Gardarul Plus, ihr seht, wir haben keine Battlebalken, wir haben keine Chips, keine Bits, kein irgendwas Tralala, Zähldings, sondern eine eigene Plattform für Unterstützer mit Staffeln exklusiv vorab. Mit Livestreams ohne Werbeunterbrechung, latenzfrei. Das alles auch in den Infopanels auf Twitch und auf YouTube. Euch noch ein schönes Restwochenende und jetzt geht's gleich weiter im Nachgesessen auf Gardarul Plus. Macht's gut und bis gleich auf der anderen Seite oder so.